Hi, mein Name ist Martin von Motorradbegleiter.net. In diesem Video möchte ich dir einen Einblick in den Ablauf der praktischen Motorradprüfung geben. Viel Spaß beim Anschauen! Wer bist du und welche Prüfung machst du? Stell dich freundlich und mit Händedruck beim Prüfer vor. Zu Beginn zeigst du dem Prüfer, wie man die Bremsen, Blinker oder die Motorradkette kontrolliert oder die Reifen von dem Motorrad checkt. Nach der Abfahrtskontrolle beginnt die eigentliche Motorradprüfung. Oft sind die Prüfungsstrecken deinem Fahrlehrer im Vorfeld mehr oder weniger bekannt, dass du diese in vorigen Fahrstunden abfahren kannst und so bestmöglich Bescheid weißt, wie du in verschiedenen Streckenabschnitten fahren musst, um die Prüfung problemlos bestehen zu können. Was gilt zwingend bei der Prüfung zu beachten? Wie du bestimmt schon weißt, ist man bei der Prüfung sofort durchgefallen, wenn man ein Stoppschild oder eine Vorfahrt missachtet. Das heißt, du musst bei einem Stoppschild anhalten und bei rechts vor links die Vorfahrt achten. Das machst du am besten, wenn du abbremst und in die Straße reinschaust. Auch auf Fußgänger muss an Zebrastreifen und Bushaltestellen besonders Rücksicht genommen werden. Am besten, du bremst hier schon vorläufig ab, wenn du einen Zebrastreifen oder eine Bushaltestelle siehst. So sieht auch der Prüfer, dass du mögliche Gefahrensituationen erkennst, wenn er dein Bremslicht aufleuchten sieht. Natürlich muss man beim Wechseln der Spur den Blinker setzen, in den Rückspiegel schauen und den Schulterblick machen. Immer in die Richtung, in der man die Spur wechselt. Was auch oft vergessen wird, ist, dass man beim Starten der Fahrprüfung blinkt, in den Rückspiegel schaut und den Schulterblick macht. Also bitte daran denken. Zu der Prüfung gehören natürlich auch die Grundaufgaben, welche von dir beherrscht werden müssen. Dass der Prüfer sieht, dass du dein Motorrad gut beherrschen kannst. Die 9 folgenden Grundaufgaben müssen von dir beherrscht werden. Mit Schrittgeschwindigkeit geradeaus. Slalom in Schrittgeschwindigkeit fahren. Stop and go. Die Kreisfahrt 9 Meter Durchmesser. Anfangen bei Steigung. Abbremsen mit bestmöglicher Verzögerung von 50 km die Stunde. Langer Slalom. Ausweichen und abbremsen. Ausweichen ohne abbremsen. Hast du noch Fragen? Ruf einfach an oder schreib eine E-Mail an frage@motorradbegleitung.net. Willst du immer auf dem neuesten Stand sein und nichts mehr verpassen, kannst du uns auch sehr gerne abonnieren. Hat dir das Video gefallen? Gib uns ein Like. Wir sehen uns auf motorradbegleitung.net. Ich bin Martin, genieß deine Fahrt und viel Glück bei deiner Prüfung. Ich drück dir die Daumen.